Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auf meinem YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Heute habe ich wieder ein nettes Interview mit dem Ben, wo schon mal bei mir ein Interview war. Und wir werden über Diskriminierung reden heute. So, hallo Ben. Hi Gerard. Das Thema heute ist Diskriminierung. Ich würde jetzt einfach mal zu Anfang sagen, dass du dann dich einfach mal vorstellst, wer du bist und wo du herkommst nochmal. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich heiße Benjamin Köhler. Ich komme aus der Ludwigsburger Ecke und ich mache gern Musik. Genau. Also bist du mal fleißig? Ja, ich versuche fleißig zu sein. Genau. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Aber ja. Das habe ich im letzten Video ja schon gesagt. Ja, aber es sind ja schon ein paar Leute dazugekommen, deswegen sage ich, wollte ich das einfach nochmal. Genau. Und ja, jetzt fange ich mal an mit meiner ersten Frage zur Diskriminierung. Was ist für dich Diskriminierung? Also Diskriminierung ist ja eigentlich grundsätzlich mal ein neutrales Wort. Das bedeutet ja eigentlich nur Unterscheidung. Aber ich glaube, so wie es in unserem gesellschaftlichen Kontext benutzt wird, geht es halt darum, bestimmte Menschen auszuschließen. Also im Prinzip könnte man, ich weiß nicht, ob man das genau gegenüberstellen kann, aber man könnte es auf jeden Fall im gegensätzlichen Bereich zu deinem Lieblingsthema Inklusion sehen. Also aus bestimmten Bereichen wird halt unterschieden. Du gehörst mehr dazu, du gehörst nicht so arg dazu, du hast mehr Rechte, du hast weniger Rechte, du hast mehr Einschränkungen, du hast weniger Einschränkungen aufgrund von bestimmten äußeren Merkmale oder von Herkunft oder von, keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, aus denen diskriminiert wird. Und wahrscheinlich hängt es mit unserem Stammhirn zusammen, da dieser Urzeitinstinkt gehört zu meinem Clan oder gehört nicht zu meinem Clan, muss ich töten, weil sonst tötet er mich, oder muss ich nicht töten, weil der gehört zu meinem Clan. Aber wir haben ja auch hier vorne Bereiche im Gehirn, die abstrahieren können, und ich glaube, die könnte manche Leute noch stärker frequentieren, so. Ich auch bestimmt. Ja, danke schön. Vorab schon mal. Und meine zweite Frage wäre, warum werden wir denn diskriminiert, also bezogen auf den Rollstuhl? Warum glauben die Menschen nicht an uns oder unsere Mitmenschen? Das ist eine tiefgreifende und wichtige Frage. Es hat wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube, für viele Leute ist es gar nicht in Anführungsstrichen böse gemeint, die Diskriminierung, sondern es ist wahrscheinlich gesellschaftlich erlernt. Also es gibt halt diese Selektion, ja, bestimmte Bereiche sind für bestimmte Menschen und so, und alles wird schön aufgeteilt, damit man es einfacher verwalten kann, damit man nicht flexibel sein muss und so. Und in dem Kontext sind wir halt alle aufgewachsen, und Gewohnheit ist ja stark, und so Gewohnheiten aufzubrechen erfordert halt einen starken Wille und viel Ausdauer, glaube ich. Und das ist, glaube ich, viele Menschen anstrengend, und deswegen ist es brutal schwer, Diskriminierung aufzubrechen. So. Ja, und also wenn sich jetzt jemand bewirbt, dann sagen ja viele immer, nö, machen wir nicht, können wir nicht. Und ich bin einfach dafür, dass man einfach mal was ausprobiert. Dass man sagt, hey du bist zwar blind, aber einfach, dass man sagt, ich probiere das jetzt mit dir aus. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen im Kontext Schule drüber gesprochen. Also es findet ja voll oft eine Defizitorientierung statt. Also man guckt voll oft drauf, was die Leute nicht in der Lage sind zu machen. Das hattest du ja auch vorher in unserem Vorgespräch kurz andeutet. Man guckt viel mehr drauf, was die Leute nicht in der Lage sind zu machen, anstatt sich zu überlegen, was wäre jetzt der Skill, was wäre die Stärke von dieser Person und wie können wir die Stärke zum Profit von der Person natürlich in erster Linie, aber auch zum Profit der Gesellschaft oder zum Wohl der Gesellschaft einsetzen und fördern. Und so. Und ich glaube, dieses Umdenken und die Flexibilität, die das voraussetzt,
Das ist einfach noch nicht so weit gediehen. Das wären zwei Ansatzpunkte, an denen man einfach mit viel Geduld und, wie ich schon mal gesagt habe, mit viel Ausdauer ansetzen muss so, oder ansetzen kann. Ja, es liegt auch viel an der, Politik und viel an einem selbst. Mhm. Weil ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch Rollstuhlfahrer und will ja auch ein Praktikum haben, mit dem ich mir was zeigen kann, was ich kann. Aber ich werde auch da ein bisschen unterschätzt. Ja, zum Beispiel bei mir in der Werkstatt. Ich sage natürlich nicht da, oder wo ich da arbeite, aber in meiner Werkstatt, da werde ich auch ein bisschen unterschätzt, da sind nur Flyer falten und keine Ahnung. Aber das ist nicht, nicht gewollt. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen einfach uns die Chance geben, definitiv. Und wenn mir da jeder da dran kämpft oder, ja, oder jeder seine Meinung sagt, so wie ich, dann ist es auch gut. Ja. Verändern wir die Welt und dann sind vielleicht weniger Menschen kompromissbereit oder wie sagt man, offener. Mehr Menschen sind offener, oder? Ja. Ja. Ja genau, ich glaube es braucht beides, wie du sagst, es braucht halt, wenn man sich praktisch in eine diskriminierte Rolle befindet, ich finde es voll, ich stelle mir das total schwer vor, dieses Durchhaltevermögen aufzubringen, immer wieder und immer wieder und immer wieder es zu probieren und ganz viele Rückschläge einzustecken und andererseits halt so, ja, diese Trägheit der Masse, die Trägheit des Formats oder der bestehenden Verhältnisse, dass es so brutal schwer ist, Veränderungen durchzusetzen. Ich glaube, es hängt zum einen auf jeden Fall damit zusammen, dass Menschen unflexibel sind im Denken, und zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass man halt stark in Kosten und Effizienz denkt in unserer Gesellschaft und dann vermeintlich oder die These aufstellt, Inklusion sei nicht kosteneffizient, und da glaube ich, also ich glaube, dass es viel mehr Potenziale gäbe und dass es in ganz viele Leute, die halt diskriminiert sind oder ausgeschlossen sind, Potenziale gibt, von denen alle als Gemeinschaft wirklich viel haben könnte, so, also wirklich auch vielleicht auch ein finanzieller Profit, aber zumindest ein emotionaler oder Zusammenhalt in dem Sinne profitieren könnte. So. Ja, und die Politik sollte einfach auch ein bisschen Geld, oder für uns sollte auch ein bisschen Geld da sein, dass man da halt auch mal ein bisschen mehr ausprobieren könnte. Zum Beispiel irgendwie so ein Topf, dass man zum Beispiel, wie ich jetzt, die Pflege zahlt oder so. Ja, irgendwie so sollte man sich was entwickeln, weil das ich auch schade finde. Ich glaube halt, dass es bei den Leuten anfängt. Also ich glaube, dass es nicht in der die Politik bewegt sich erst, wenn eine kritische Masse an Leute das fordern. Ja, demonstrieren. Ja, oder halt einfach die Partei dann nicht mehr wählen und so. Deswegen, also das ist der eine Bereich, aber ich glaube viel mehr, und es wird sich auch auf jeden Einzelnen zurück, im Alltag entscheidet sich's doch. Also jeder kleine Move, den man macht, und jedes Mal, wenn man darauf Acht gibt und sich versucht, in dem Sinne wieder erneut einzusetzen, das macht den Unterschied, weil wenn viele Leute sich in viele kleine Bereiche mehr einsetzen und mehr Chancen geben, flexibler denken und das Thema einfach auch hochhalten, hat man ganz andere Möglichkeiten. Ja. Viele Leute sagen immer, also man sagt schnell, die Politik müsste oder der und der müsste oder die und die müsste, auch beim Umweltschutz oder auch bei vielen anderen wichtigen Themen. Aber ich glaube, im Endeffekt sind mir es, die es müssen. Ja? Also ja, mir, jeder Einzelne von uns, oder was heißt müssen? Also wir sind die Macht haben, mehr Macht in unsere täglichen Aktionen, als wir zugeben wollen. Weil dann wird es halt unbequem, dann muss man sich selber verändern, dann muss man selber Dinge an sich modifizieren und dann wird es ja interessant. So, deswegen sagt man, glaube ich, gern, die müsste verantwortlich sein, wenn man selber keinen Bock hat, Sachen anzugehen. Ja, also ich bin auf jeden Fall fleißig an dem Thema dran. Ja, das weiß ich. Und bin echt
glaube ich, echt gut dabei. Und im Wohnen hat sich ja schon auch schon viel verbessert. So ein normales Wohnheim. Und nicht so wie ich wohne. Ja, selbstbestimmt und pipapo. Da hat sich schon einiges getan. Aber ich wünsche mir halt, wie alle, so adäquaten Arbeitsplatz wäre schon ganz gut, dass ich nicht immer nur Flyer falte und dass ich halt einfach wirklich ein Teil der Gesellschaft bin, bin ich sowieso, aber auch in der Arbeitswelt. Ja, Ben, dann würde ich sagen, danke für das tolle Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung, möchte ich auch sagen, bei dem schönen Wetter hier. Guck mal, Leute, heute bin ich wieder am Spot von meinem See in Böblingen und noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt beide schön was essen gehen. So machen wir es. Und ich wollte einfach zu euch sagen, das war wieder der Giraffe vom YouTube-Kanal, das Leben auf Rädern. Ciao, ciao.